meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid, das freut mich wie immer sehr. Da wir uns im Jahr des Drachen befinden, möchte ich heute ein cooles Blumen mit coolen Grün- und Blautönen mit euch zusammen machen. In meiner Fantasie sind Drachen grün und blau, also geben wir unser Bestes. Legen wir los! Wie ihr hier schon gut erkennen könnt, habe ich unsere Base bereits vorbereitet. Den einen Teil habe ich olivgrün gehalten, den anderen hatte ich peachfarben gehalten. Jetzt sehe ich, wir haben hier leider noch ein paar Luftbläschen in der Base. Die beseitigen wir gerade noch und dann können wir direkt loslegen. So. Mit dem Brenner geht es wirklich super gut, deswegen, wenn euch das bei eurer Farbe auffällt, macht euch keine Sorgen. Die kriegt man gut raus. So, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Also, ich dachte mir, wir blumen entlang dieser Grenze. Ich habe vorbereitet Petrol, Hellgrün, Prussian Blue, Dunkelgrün und Gold. Nun würde ich sagen, lasst uns eine schöne Blume kreieren. Ich denke, wir brauchen gar nicht so viele Farben, aber ich beginne mit Petrol. So. Genau, so habe ich mir das gedacht. Anschließend nehmen wir dieses super schöne Dunkelgrün. Auch eine ganz coole Farbe. So, genau. Ein bisschen Hellgrün darf auch nicht fehlen. Schreibt mir mal, welche Farben haben die Drachen in eurer Fantasie? Prussian Blue darf in keinem meiner Bilder fehlen. Ich liebe diese Farbe, ich kann es nicht oft genug sagen. So. Und für die Anmutigkeit der Drachen noch ein kleines bisschen Gold. Hier sparsam umzugehen, ist gar nicht immer so einfach, aber ich gebe mein Bestes. So, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen Hellgrün. So, jawohl. Ja. Zum Blumen brauchen wir wie immer unseren Haartrockner. Und dann würde ich sagen, genießt die Show, ich leg mal los. Diese Seite hier ist mir noch ein ganz kleines bisschen zu grün, damit ich noch ein bisschen mehr von der blauen Farbe habe. Die peachfarbene Seite finde ich super schön. Aber das Gute ist ja, ihr könnt immer noch ein bisschen nachjustieren, wie es euch gefällt. Noch ein bisschen Farbe nachtragen. So, das sieht jetzt noch viel Gold aus. So viel ist es natürlich nicht. Zack, zack, zack.
gehe einmal noch mit dem Brenner drüber. Ganz großes Ehrenwort, ich habe kein Silikonöl in meinen Farben, aber guckt euch mal diese kleinen Zellen an. Manchmal tut die Farbe, wie sie möchte, das wissen wir alle, aber tatsächlich ist es sehr passend. Ich finde, es sieht aus wie ganz kleine, schöne, grüne Drachenschuppen. Auch hier bei dem Gold, schaut mal, wie schön das glitzert, wie sich hier die kleinen Zellen bilden. Ich finde, es sieht echt cool aus. Also meine Lieben, ich bin am Ende des heutigen Videos angelangt. Das Jahr des Drachen. Also, ich hoffe, wir sind dem gerecht geworden. Ich finde die Kombo aus Olivgrün, Peachblau super cool. Das sieht man einfach nicht so oft. Das ist mal eine ganz andere Farbkombo. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie immer, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben zur Technik oder zu den Materialien, die ich verwendet habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen immer sehr gerne. Hier noch eine weitere Playlist, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!